Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Conor McGregor wird Dustin Poirier in der ersten Runde des Trilogiekampfes im Sommer ausknocken. Das glaubt zumindest sein Teamkollege Artem Lobov. Und ja Leute, wenn ihr euch fragt, wer ist Artem Lobov? Artem Lobov ist genau die Person, durch die auch der Beef von Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov damals entstanden ist. Denn Artem Lobov sagte damals zu Khabib, ja, er ist ein Chicken, er nimmt keine Kämpfe an und so weiter und so fort, er ist eine Pussy. Und dann ist Khabib mit mehreren Leuten auf den Zugang, hat ihn geklatscht und dann kam daraufhin als Reaktion darauf diese Busaktion, der Busangriff von Conor McGregor. Und ja, der ehemalige UFC-Federgewichtler Lobov kennt Conor McGregor seit Jahren, ist seit Jahren sein Teamkollege und war häufig Mitglied auch des Trainingsteams. Und er ist davon überzeugt, dass McGregor seine Fehler aus der Rückkampfniederlage gegen Dustin Poirier ausbügeln und seinen Leichtgewichtsstil damit anpassen kann und sich dem Kampf nähern kann. Conor ist ein sehr kluger Kämpfer, sagte er. Und ja, er sagte, ich habe das Gefühl, dass er den letzten Kampf vielleicht auf die leichte Schulter genommen hat und dachte, ja, ich werde einfach auftauchen und tun, was ich tue und ihn zerstören. Nicht nur das, er hat sich mental und physisch bereits auf einen Boxkampf vorbereitet. Also hat er nicht an die Leg Kicks gedacht, vor allem nicht an diese neuen Calf Kicks, kein MMA. Er dachte einfach, es würde genauso ablaufen wie beim ersten Kampf der beiden. Aber so war es nicht, Leute. Wir müssen Dustin Anerkennung zollen. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat sich seit dem ersten Kampf sehr verbessert und hat sehr gute Arbeit geleistet. Aber ich denke, wenn Conor jetzt eingeschaltet ist, weiß er, was genau los ist. Sein voller Fokus liegt auf diesem Kampf. Und wenn euch das Video hier an dieser Stelle gefällt, lasst doch erstmal gerne ein Like und ein Abo da. Er hat ihn studiert, er hat sich angeschaut, was die Probleme im zweiten Kampf waren und ehrlich gesagt, wenn Conor so auftaucht, wie er es wirklich vorhat, wenn er wirklich alles richtig analysieren wird, wenn er so stoppen wird, wenn er zum Beispiel wie im ersten Nate Diaz Kampf verloren hat und dann auf einmal im zweiten Kampf ganz anders aussah, so wird er jetzt aussehen und so ist er nicht zu stoppen. Er wird das denn früh stoppen in der ersten, vielleicht zweiten Runde. Ich würde sagen in der ersten, ich tippe auf einen First Round Finish, aber es könnte auch in die zweite gehen. Und ja Leute, Conor McGregor wird wie gesagt am 10. Juli bei UFC 264 vor einer riesigen Zuschauerkulisse in der T-Mobile Arena in Las Vegas zum dritten Mal auf Poirier treffen, wobei die ersten beiden Kämpfe mit jeweils einem Finish für beide ausgegangen sind. Und ja, ebenfalls auf der Fightcard ist auch noch Michael Pereira vs. Nico Price dazugekommen, auch ein sehr, sehr nicer Kampf, der das Event einfach sehr, sehr ausschmücken wird und darauf bin ich auch sehr gespannt, aber ja, ich finde es auch einfach sehr interessant, wie ja, hier der Teamkollege Artem Lobov einfach über den Kampf spricht, dass er wirklich so confident mit Conor McGregor ist. Er scheint ihn wirklich zu kennen, aber man muss hier einfach mal kurz ansprechen, dass ein Conor McGregor wirklich jemand ist, der aus seinen Fehlern lernt, ne? Unabhängig davon, ob ihr ihn jetzt mögt oder nicht, aber Conor McGregor ist jemand, wenn er verliert, er notiert sich alle Fehler, er arbeitet damit und er lernt daraus. Jedoch ist er momentan immer wieder noch mit seiner Familie und ja, genießt auch natürlich die Zeit mit seiner Familie, den Urlaub und vieles mehr. Da muss man noch gucken, ob er sich wirklich voll und ganz auf das Fight Game, auf den Kampf konzentrieren kann oder nicht, und darauf bin ich sehr gespannt, aber eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren und was haltet ihr von der Prognose von Artem Lobov? Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei NoTime MMA.